Kurz und heftig oder lang und lästig. Das sind ganz grob gesagt die beiden Möglichkeiten eines Lockdowns. Während sich Länder wie Irland, Belgien und Frankreich für die kurze und heftige Lockdown-Variante entschieden haben und jetzt wieder lockern können, dümpelt Deutschland weiter im langen Lockdown-Light. Die Infektionszahlen hat das bisher nur aktuell auf rund 14.000 Neuinfektionen pro Tag gedrosselt. Zu wenig finden Wissenschaftler und auch immer mehr Politiker. Ein Bundesland nach dem anderen verschärft nun die Corona-Auflagen. Die Kleinstadt Regen in Bayern, Luftkurort, Idylle. Doch der gleichnamige Landkreis ist auch der Corona-Hotspot Deutschlands mit aktuell fast 580 Neuinfektionen binnen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Durch strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen versucht Regen nun, das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle zu bringen. Ministerpräsident Söder hatte bereits für ganz Bayern den Katastrophenfall ausgerufen ab Mittwoch. Wir haben also eine Überlastung des Gesundheitssystems. Zudem steigen die Todeszahlen stark an. Alle 4 Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona. Alle 4 Minuten. In Bayern sind es alle 20 Minuten. Zu viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen, aber zugleich eine offenbar zu sorglose Bevölkerung. Auch in anderen Bundesländern setzt sich die Erkenntnis durch, dass der bisherige Teil-Lockdown kaum etwas gebracht habe. So will Sachsen ab kommendem Montag Schulen und fast alle Geschäfte schließen. In der Hauptstadt gibt es ähnliche Überlegungen. Wir in Berlin wären zu solchen Maßnahmen sicherlich bereit, werden das auch im Senat diskutieren. Aber ich bin gespannt, ob das wirklich alle Kollegen so eindeutig entscheiden. Aber ein Treffen macht nur dann Sinn, wenn man auch wirklich gemeinsam zu solch einschneidenden Maßnahmen kommt. Zuletzt hatten die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin es noch bei Lockerungen über Weihnachten belassen für Familienbesuche. Doch Merkel warnt, man werde den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können. Nun macht die renommierte Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina Druck. Die zu hohe Zahl an Neuinfektionen müsse durch einen harten Lockdown schnell und drastisch verringert werden. Einer der Vorschläge: Das öffentliche Leben solle ab Weihnachten bis mindestens 10. Januar weitgehend ruhen. Dann könnte es überall so ähnlich aussehen wie jetzt schon in Regen. Und in München ist jetzt Klaus Holleczek zugeschaltet, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Sie koordinieren die Corona-Taskforce. Ich grüße Sie. Herzliches Grüß Gott aus München. Wie wollen Sie die Wende schaffen, hin zu deutlich weniger Infektionen und auch Todesfällen? Ich glaube, wir haben ja gemerkt, dass wir mit dem Lockdown, dem etwas milden, wie wir ihn jetzt durchgeführt haben, zwar stabil werden, aber tatsächlich keinen Abwärtstrend erzeugen können. Deswegen haben wir heute im Bayerischen Landtag nochmal nachgeschärft, neue Maßnahmen ergriffen und wollen jetzt vor Weihnachten nochmal ein deutliches Signal eben setzen, um tatsächlich die Infektionszahlen zu drücken und, wie Sie richtig gesagt haben, natürlich auch weniger Todesfälle zu haben. Und wie wollen Sie verhindern, dass Weihnachten nicht zum Superspreader-Event wird? Denn dieser Bereich wird ja nach wie vor ausgespart. Da dürfen sich ja nach wie vor 10 verschiedene Leute aus verschiedenen Haushalten treffen und die Kinder noch dazu. Ja, zum einen fassen wir jetzt noch mal sehr stringente Maßnahmen. Wir haben jetzt Ausgangsbeschränkungen, wir haben Reduzierung der Kontakte. Die Überschrift ist ja schlichtweg einfach daheimbleiben. Wir haben in den Orten, wo besondere hohe Inzidenzen sind, über 200 Ausgangssperren und noch mal nachgeschärft. Wir schärfen noch mal nach bei Seniorenheimen zum Beispiel. Und ich glaube, es wird uns da schon gelingen, im Hinblick auf Weihnachten tatsächlich noch mal deutlich die Zahlen nach unten zu bringen. Und natürlich appellieren wir auch an die Vernunft der Menschen. Und dennoch ist Weihnachten ein Fest der Familie und das ist auch in diesen Tagen wichtig, Mut und Zuversicht zu haben und dieses Weihnachtsfest auch gemeinsam feiern zu können, aber auch mal dran zu denken, dass es vielleicht ein bisschen ein anderes ist, ein stilleres. Und ich glaube, wir haben viele vernünftige Menschen, die da auch wirklich ganz konzentriert auch an andere denken, Solidarität zeigen und gemeinsam durch diese Krise gehen. Aber wie vernünftig war es denn von der Politik? Haben Sie nicht uns und sich ein riesiges Ei gelegt, in dem die Bundeskanzlerin und auch der bayerische Ministerpräsident schon früh versprochen haben, im Oktober, dass Weihnachten auf jeden Fall als Fest der Familie stattfindet? Diese Strategie, erst so ein bisschen Lockdown und dann das große Weihnachten, das ist doch eigentlich gescheitert.
Ach, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben einfach dieses Weihnachtsfest in den Herzen vieler Menschen gesehen. Und ich habe ja gesagt, wenn die Leute vernünftig miteinander umgehen, dann kann dieses Weihnachtsfest für jeden ein schönes, friedvolles Fest werden. Wir treffen Maßnahmen. Wir haben heute auch noch mal deutlich nachgesteuert. Weihnachten ist das Fest der Familie, Silvester das Fest der Freunde. Das wird diesmal sicherlich deutlich ruhiger, da werden auch die Kontakte nochmal reduziert. Und wenn wir jetzt vernünftig gemeinsam auch das tun, dass wir einfach daheim bleiben, dass wir etwas ruhiger die Dinge angehen lassen, dann bin ich überzeugt, dass es uns auch gelingen wird, ein schönes Weihnachten zu feiern. Braucht ganz Deutschland einen harten Lockdown? Naja, die Leopoldina, die Forschungsinstitution in Deutschland, hat ja heute noch mal deutlich gesagt, dass nach Weihnachten und bis Silvester oder danach es schon sinnvoll wäre, noch mal vielleicht etwas härter reinzugehen, auch vielleicht Geschäfte zu schließen. Das sind sicherlich Überlegungen, die die Ministerpräsidenten noch mal gemeinsam beraten müssen. Fakt ist, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir runterkommen von diesen hohen Infektionszahlen und dass wir letztlich verhindern, dass Menschen sterben. Es geht um Menschenleben letztendlich. Und dazu müssen wir gemeinsam auch Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube, viele sind auch bereit, das zu tun. Mhm. Vielen Dank für Ihre Position, Klaus Holleczek. Gerne. Während Deutschland also noch ringt und streitet, impft Großbritannien schon. Das größte Impfprogramm der Geschichte. 800.000 Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer sind da und sollen 400.000 Menschen Schutz geben vor dem Coronavirus. Per Notfallzulassung hatte die britische Regierung diesen Schritt ermöglicht. In insgesamt 50 Impfzentren wird jetzt geimpft. Und die Startspritze, die gab es in der Universitätsklinik der Stadt Coventry. Sie ist Patientin Nummer 1. Der erste Mensch, der nach der Testphase den neuen Impfstoff erhält. Margaret Keenan wird kommende Woche 91 Jahre alt. Sie spricht von ihrem besten Geburtstagsgeschenk. Ich bin froh, dass es passiert ist. Und jetzt habe ich es getan. Und hoffentlich wird es anderen Menschen helfen, mitzukommen und zu tun, was ich getan habe. Zu versuchen, das Beste zu tun, um diese schreckliche Sache loszuwerden. In London lässt sich Premierminister Johnson den Start der Impfaktion nicht entgehen. Und er warnt, das Virus sei trotz aller Anstrengungen noch nicht besiegt. Ich möchte all jenen, die Angst haben, sagen, seien Sie nicht nervös. Sie haben gesehen, wie Lynn hier den Impfstoff genommen hat. Sie haben gesehen, wie die Leute heute Morgen den Impfstoff in großer Zahl genommen haben. Die Leute werden ihn in den nächsten Tagen und Wochen einnehmen und es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Zunächst sollen in Großbritannien alle Bewohner und Pflegekräfte in Altersheimen geimpft werden. Ebenso alle über 80-Jährigen und alle, die Pflegeberufe ausüben. Dann wird nach Alter weiter abgestuft. Der Nationale Gesundheitsdienst bestimmt, wer die Spritzen erhält. Sich selbst um einen Termin zu kümmern, ist nicht möglich. Impfpflicht besteht nicht. Zur Zielgruppe gehört auch die 94-jährige Königin Elisabeth. Sie will sich Medienberichten zufolge frühzeitig impfen lassen, um ein Gegengewicht zur Bewegung der Impfgegner zu bieten. Prominenz als Vorbild für alle Impfskeptiker. Zur Prominenz könnte man auch diesen Mann zählen, der heute die zweite Spritze der Impfkampagne erhielt. William Shakespeare. Der Mann heißt tatsächlich so. Und William Shakespeare hatte sich schnell entschieden bei der Frage, die nun viele Menschen in Großbritannien bewegt. Impfen oder nicht impfen. Und in London ist für uns Birgit Maas. Birgit, gibt es denn so viele Impfgegner in Großbritannien? Das wird sich sicherlich noch zeigen, Tina. Also nach Umfragen sind es circa ein Drittel aller Briten, die etwas skeptisch sind. Das war eine Umfrage vor einigen Wochen. Aber die Regierung setzt eigentlich darauf, dass wenn diese Impfaktion erst einmal anläuft und wenn man sieht, dass Menschen vielleicht, die man kennt, ältere Menschen, dass die geimpft worden sind und dass da nichts passiert ist, dass da es keine Nebenwirkungen oder schlimme Reaktionen gab, dass dann viele Briten sich doch überlegen und von ihrer Skepsis runterkommen, absehen und sich schlussendlich impfen lassen. Und es wurde ja schon erwähnt im Beitrag, es wird einige Prominente geben, die sich impfen lassen mit vorlaufenden Kameras. Dazu wird die Queen höchstwahrscheinlich nicht gehören. Aber es wird doch spekuliert, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise medienwirksam impfen lässt, auch wenn wir vielleicht nicht sehen werden, dass tatsächlich ihr eine Spritze in den Arm gegeben wird, aber dass sie doch
öffentlich klar machen wird, dass sie ja ein gutes Vorbild ist und so auch andere dann dazu bewegt, sich impfen zu lassen, die vielleicht ursprünglich ein bisschen skeptisch waren. Und wie geht's konkret weiter? Also jetzt haben wir gesehen, es sind erst die Vulnerablen, die älteren Personen dran. Wie ist der weitere Impfstrategieplan sozusagen? Ja, genau. Erstmal die Älteren, also es wird quasi abgestuft. Die Ältesten fangen an, dann sind diejenigen in Pflegeheimen, in Krankenhäusern dran, also das gesamte Pflegepersonal. Und dann geht es eigentlich nach Altersstufen immer weiter hinunter. Es gibt wohl einige Probleme bei der Logistik, was die Altenheime angeht, denn nicht alle älteren Menschen können ja in diese Impfzentren kommen, die jetzt überall im Land aufgebaut werden, in die Krankenhäuser und dann später in andere Impfstationen, die zum Beispiel in Fußballstadien und auch zum Teil draußen aufgebaut werden. Also da muss die Logistik noch geklärt werden, aber im Prinzip die Älteren und dann diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise krank sind, mehr gefährdet durch den Virus, da wird es nach und nach sozusagen in den Bevölkerungsschichten, da wird vom Alter her immer weiter nach unten gearbeitet. Mhm. Die Briten sind ja die Ersten, die den neuartigen Impfstoff von BioNTech Pfizer anwenden. Wann rechnen Sie denn mit einer Rückkehr zur Normalität, also das Licht am Ende des Tunnels? Ja, das ist noch einige Monate entfernt. Das sagt jedenfalls immer wieder, sagen die Mitglieder der Regierung. Denn das ist ja jetzt erstmal der Anfang. Und 40 Millionen Dosen von diesem Impfstoff, BioNTech-Pfizer-Impfstoff, hat Großbritannien. Aber das reicht natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung, denn die Menschen müssen ja auch zweimal geimpft werden. Jetzt gibt es gerade heute neue Ergebnisse von einem weiteren Impfstoff, und zwar von der Oxford-Universität und AstraZeneca. Da sind wohl auch weitere Tests sehr gut verlaufen, sieht sehr positiv aus. Von diesem Impfstoff hat Großbritannien 100 Millionen Dosen, und das ist auch ein Impfstoff, der weltweit wohl größere Hoffnungen macht, weil er leichter herzustellen ist und auch nicht bei so ganz niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden muss. Also sobald dieser Impfstoff dann auch von den Behörden zugelassen ist, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber dann kann Großbritannien eben auch in größerem Stil Menschen impfen. Aber die Regierung sagt, freuen Sie sich nicht zu früh. Also es wird noch einige Monate dauern. Im Frühjahr und dann vielleicht zum nächsten Sommer könnte es sein, dass Großbritannien zur Normalität zurückkehrt. Und könnte das dann auch sein, dass es für den bislang ja oft und viel kritisierten Boris Johnson so eine Art Sympathiewendepunkt gibt, dass man ihm dieses Krisenmanagement dann doch anrechnet? Ja, also die Briten haben ja vielleicht etwas überraschend für internationale Beobachter, wo es ja immer in internationalen Medien sehr viel Kritik an der Regierung gab. Aber die Briten haben es der Regierung Johnson eben nicht unglaublich übel genommen. Also in den Umfragen steht die Regierung immer noch überraschend gut da. Und viele Leute sagen, er hat ja sein Bestes getan und er war ja auch krank, Boris Johnson. Also bisher hat dieses ja doch nicht sehr großartige Krisenmanagement der britischen Regierung in den Umfragen nicht so sehr geschadet, wie man vielleicht als Beobachter meinen könnte. Insofern, ja, wenn diese Impfstrategie aufgeht und es tatsächlich Großbritannien als eines der ersten Länder wieder zur Normalität zurückkehrt, dann ist das sicherlich ein Erfolg für Premierminister Boris Johnson. Herzlichen Dank fürs Einschätzen. Birgit Maas nach London.